Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu EA Sports Football Club 24. Ich habe vor, ein paar Veränderungen vorzunehmen. Ich habe gesehen, dass es zwei Spieler auf dem Transfermarkt gibt, die unsere Mannschaft hier ordentlich verbessern könnten, meiner Meinung nach. Wir müssen natürlich dafür sorgen, dass ein paar Leute dann gehen oder rausgehen müssten, die den Platz verlassen müssten. So wie Modric zum Beispiel und Lohmann. Genauso wie Grimaldo. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ich glaube ja. Nee, Grimaldo dürfte sogar bleiben, glaube ich. Ja, genau. Grimaldo bleibt. Ja, doch, Grimaldo bleibt. Oder? Bin ich dumm? Nee, Lohmann muss raus. Und Grimaldo muss raus. Liege ich falsch? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Genau, Modric muss gehen. Modric muss gehen, sowas. Modric muss gehen, Kessler muss gehen. Es kommen zwei neue Spieler dafür dazu. Den einen habe ich ja schon mal angeteasert mit David Beckham. Und es gibt jetzt noch einen zweiten Spieler, den ich gerne hätte. Und nachdem das Team of the Season bald kommt, ich aber, wie gesagt, nicht mehr so die Investitionsfeier innerlich habe, würde ich mir gerne einen von diesen beiden hier holen. Bastian Schweinsteiger oder Bastian Schweinsteiger, kann auch tatsächlich im linken Mittelfeld spielen. Und ich glaube, mit dem Hunter wäre der echt gefährlich. Vor allem, weil er sowieso schon defensiv relativ stark ist, was sowieso super in die Mannschaft passt. Ausdauer 92, Beckham auf der anderen Seite, dem müssten wir einen Hunter geben, dass da einen Hunter, sag ich schon, einen Shadow geben, dass er hier defensiv, oder ein Gladiator. Ich glaube, ein Gladiator würde mehr Sinn machen. Schussboost, Abschluss 82, Defensive. Ja, müssen wir mal schauen, was wir ihm geben. Ausdauer 92, das passt auch. Also wie gesagt, da können wir ein bisschen pushen. Aber wir müssen das Geld erstmal haben. Und deswegen dachten wir so, wir machen heute ein letztes Mal Investitionsmöglichkeit vom Team of the Season. Wie gesagt, wir haben hier unsere Packs, die sowieso alle aufs Team of the Season warten. Und hoffen, dass wir einen kriegen irgendwann. Es werden vermutlich mal noch ein paar mehr Packs. Aber ich habe gesehen, dass wir im allgemeinen Limit extrem interessante Packs drin haben. Wirklich extrem interessante Packs. 4 mit 87 Gesamt oder höher. Okay. 2 mit 86 Gesamt oder höher. Oder nehme ich auch eher die, bevor ich die nehme. Aber wir haben da hinten, ne, es ist untauschbar. Elite 88 Pack. 100 1 mit 88 Gesamt oder höher. Nee, das will ich auch nicht. Verkaufen können wir sie alle. Bei den Promo-Packs waren die dabei. Genau. Hier. 40 seltene Goldprofi-Items. Zwei zusätzliche 20 mal seltene Goldprofi-Packs. Muss natürlich jetzt sagen, für 3000 würden wir halt 42, 82 Spieler bekommen, die wir verkaufen können. Wenn ich bei den allgemeinen Limits hier sehe, das wären mindestens 4 87er. Mhm. Hat man noch 4000 offen, hat man hier noch mit 24 plus 24. Wäre natürlich dann nochmal mehr. Tauschbar. Interessant. Genau, das haben wir auch noch. 1 plus 11 seltene Goldprofis. 2 Future Stars Fantasy. Was heißt Future Stars, Fantasy FC oder Ultimate Geburtstag Heroes oder Icons? Gut, kann aber theoretisch auch wieder alles sein, wenn auf der anderen Seite 87 gesetzt ist im Endeffekt. Aber ja, jetzt machen wir erstmal das da mit diesen 40. Ergibt mir gerade in meinem Kopf irgendwie mehr Sinn. Jetzt muss ich nochmal ausrechnen. 87 können wir wahrscheinlich halt eher verkaufen. 4 mal 87. 1000. 15 Spieler mal 4. Schauen wir mal. Macht jetzt in meinem Kopf gerade mehr Sinn. Aber es können natürlich keine Russland Sturm. FC Seoul. 87. Ilyutchenko. Team of the Week.
Weiß natürlich nicht, was noch dahinter ist. Und da kommt noch jemand rein. Und das ist Georgia Stanway 87. Team of the Week. So, jetzt ist halt die Frage. Oh ja, super Kartendesign. Pior, dann noch ein 4. Genau, waren genau 87. Gut. In dem Fall muss ich sagen, erstes Pack nicht schlecht. Beenden wir später. Items kümmern schon. Ach Gott. Weil jetzt nicht abgeschlossen ist, sind alle wieder im Ding. EA Sports Football Club. Also 50.000 hätten wir, glaube ich, schon mal. Das ist nicht schlecht. Polen, Torwart, Monaco. Muss mindestens 87 haben, Majewski. Und gleich nochmal Georgia Stanley. Okay. Und Rui Diaz. Well, Pop 88, da war sogar ein bisschen mehr, ein bisschen besser dabei, als ich erwartet hatte. Ja gut, das Pack natürlich kommt natürlich gerade recht, nennen wir es mal. Kommt uns natürlich entgegen, extrem gegen England, Sturm, FC Bayern, das ist Harry Kane. Jetzt ist die Frage, was da vorne für eine Zahl ist, 98 mal. Und Team of the Week, Trippier mit 87. Okay. Englisches Duo. 89 Rodri, 88 Silverkobel, Martin. Okay, das ist natürlich, das ist ein krasses Pack. Also das war es tatsächlich von den Ratings her. Fünfmal über 87, nur zweimal davon direkt 87. Das ist nicht schlecht. Oh, das Energizer-Pack ist wieder da. Nehmen wir natürlich auch gleich mit. Ist heute übrigens eine Sonderfolge an diesem Freitag. Also nicht meinen bitte, dass wir jetzt mehr FIFA-Folgen machen. Ich habe die Zeit im Moment gar nicht für mehr FIFA-Folgen. Es geht im Moment gar nicht. Aber ich möchte eben diese Spieler, die ich vorhin genannt habe, gerne verpflichten. Sobald das Team of the Season da ist, weil ich dann glaube, dass der Preis fällt. Und ich sehe jetzt nochmal die Möglichkeit eben, dass wir nochmal ein bisschen Cash absahnen können. Talisca. Nee, Malcolm. Und Dybala. Well. Das ist ja wenigstens mal was. 89 Team of the Week. Wow. Weil zum Direktverkauf sind die an sich ja nicht schlecht, weil es ist halt jedes Mal, sind es halt einfach safe. 10.000 oder so. Also das ist halt praktisch. Plus Modric dazu noch weg. So, das muss ich mal da kurz nachschauen mit den Promo-Packs, die da unten waren. Die sind an sich ja nicht schlecht. Du kriegst immer mehr Packs dazu, als eigentlich da ist. Ja, gut, aber die können halt auch 85 haben oder so. Können auch 93 haben, so wie Ding. Um 88 geht halt auch weit runter und das ist halt nur eine Basis-Icon. Also ist da schon ein bisschen dangerous. Nächstes Jahr sind die Packs für dich vielleicht sehr interessant. Wie gesagt, nächstes Jahr habe ich ja schon gesagt, weniger, noch weniger als dieses Jahr. Aber die sind eigentlich nicht schlecht, diese 87er Grundlagen-Packs. Müssten noch verfügbar sein für 2 Stunden, glaube ich. Italien, das ist eine grüne Karte. Paris. Warum ist die Karte grün? Donnarumma dreht sich um und wird Jürgen Kohler. Ui, sie ziehen Jürgen Kohler. Das ist natürlich auch nett, aber nicht ganz die Karte, die wir uns erhofft haben. Aber wir ziehen zumindest und wieder Reguilon. Donnarumma 89, der sollte eigentlich, könnte schon ein bisschen, oh, auch nur 23.000. Aber gut, sind wieder 10, sind 40.000. Plus
Bernardo Silva sehe ich da gerade noch. Also da kommt, ach, das, da kommt schon einiges rum. Das ist schon. Packs sind schon okay. So. Sollte schon einiges in die Kasse gespielt werden. Das ist wieder Herr Trippier. Die Frage ist es, welcher Doppel-Walkout ist es diesmal? Gar keiner. Das ist ein bisschen enttäuschend. Donnarumma hätte kommen können. Warum kriegen wir nur ihn? Pop Modric. Also wie gesagt, das sollten coinmäßig, sollte jetzt so ein bisschen Plus rüberkommen. Sollte definitiv reichen. Weiß gar nicht, ob wir Modric gerade hergeben müssen. Das kommt, glaube ich, echt drauf an. USA, ZOM, AC Mailand. Ja, Pulisic zusammen mit Midema von Arsenal London 88 und 87. Das heißt aber, dass ihr wahrscheinlich die höchsten Karten seid. 89 von Dijk ist zufällig noch mit drin. Und zufällig auch ist noch Rodri mit drin. Also da haben wir echt, ja, kann man sich nicht beschweren. Die Packs, das war, die Packs waren stark. Die Packs waren stark. Ich bin jetzt böse. Geht genau auf. So, das sollte eigentlich in meinen Augen reichen. Wir haben keine Punkte mehr, das ist gut. Das war mein Ziel mit diesem vorgezogenen Team of the Week Pack Opening, Team of the Season Pack Opening oder diesem Team of the Week Karten Opening. Mein Ziel ist es eben, wie gesagt, Schweinsteiger und Beckham zu holen. Möchte aber noch ein bisschen warten, bis der Preis ein bisschen fällt. Eine 10er-Karte sind die ganzen Karten, die wir hätten ziehen können. Höchst was gezogen haben wir 89 Dybala und Donnarumma. Da hätte auch 90 Vinicius dabei sein können eigentlich. Oder mal Osimhen oder Benzema oder Mbappé. Aber ich will mich nicht bescheren. Waren gute Packs. Waren solide Packs. Jetzt pass mal auf. Im Endeffekt ziehen wir dann... Gut, die darfst du nämlich nicht mit reinrechnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. In 7 Packs ziehen wir 16 Team of the Week Karten. Davon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Karten nochmal zusätzlich. Also 27 Karten, die stärker waren als 88. Die, stopp, 11 Karten, die stärker waren als 88. Genau, insgesamt 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 Karten in 7 Packs über 87. Das ist stark. Das ist definitiv stark. So, ich werde jetzt verkaufen. Und dann schauen wir mal, was am Ende rausspringt für uns. Ich hoffe, genug Coins, genug Münzen und ich hoffe, Beckham und Schweinsteiger. Bis dahin, ciao und bleibt gesund. Wir sehen uns.